Hallo ihr Lieben, heute wird Seife gegossen und ich habe es ja relativ lange nicht gemacht. Ich habe es jetzt so ein bisschen thematisch jetzt diesmal gegossen. Ich mag das ja total gerne, aber so viel Seife kann man gar nicht nehmen, wie man gerne gießen möchte. Also theoretisch müsste ich sie verkaufen, damit ich halt einfach meinen Spaß damit auch habe, weil ich gieße unheimlich gerne. Also wer das schon mal gemacht hat, der weiß, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man es machen kann. Und ich habe für mich, nachdem ich jetzt fertig war, habe ich irgendwie gedacht, okay, es gibt irgendwie so Sachen, die würde ich wahrscheinlich in Zukunft anders machen. Oder einfach so ein bisschen anders ausprobieren noch. Ich gehe davon aus, also das kann ich euch schon versprechen, dass ich da bestimmt noch mal ganz viel mit ausprobieren werde. Wie gesagt, es macht unheimlich viel Spaß. Ich nehme in der Regel immer zwei Komponenten. Das eine ist immer die reine Seife, also das Glycerin. Nicht Glycerin. Nee, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und dann gab es immer unterschiedlich. Ich habe zum Teil Shea Butter gehabt. Ich habe auch Aloe Vera schon mit reingemacht. Und da gibt es immer ganz unterschiedliche Sachen letztendlich. Hier habe ich jetzt die Shea Butter mit reingemacht. Das ist das Weiße. Und die normale Seife ist jetzt das Transparente, weil ich irgendwo dachte, ich finde es immer ganz schön, wenn da so ein bisschen Unterschiede sind. Dann habe ich eben auch wieder meine typischen Formen genommen. Ich nutze ja total gerne, weil ich eben die Vielfältigkeit eben auch mag, gerne kleine Seifen, weil ich glaube, jeder, der kennt es irgendwie, wenn er eine ganz tolle Seife hat mit einer schönen Relief da drinne, dass dann irgendwie gefühlt dieses Relief ganz oft schnell weg ist. Was mir natürlich bei kleinen Seifen zwar auch passiert, aber ich kriege halt bald schneller wieder eine neue, als wenn ich es jetzt irgendwie eine große hätte, ne? Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Das, was ich halt auch immer wieder ein bisschen schwierig finde, ist, ich mache es ja in der Mikrowelle warm, also dass es flüssig wird. Es ist, ich glaube, ich werde es auch irgendwie nochmal probieren mit dem Wasserbad. Ich habe ja zwei so eine Schmelzschalen. Ich habe ja irgendwann aus der Not heraus, brauchte ich eine zweite. Und dementsprechend werde ich es, glaube ich, wie gesagt, auch da schon mal einen Unterschied machen. Ich werde es also im Wasserbad machen. Ähnlich werde ich es übrigens beim Kerzegießen machen. Ich habe mal wieder richtig Bock auf Kerzegießen. Und dementsprechend, glaube ich, habt ihr da demnächst auch wieder ein bisschen was anderes. Im Moment war es ja sehr epoxidharzlastig, wobei ich auch da immer noch dran bin. Ich habe jetzt aktuell, probiere ich mich gerade an den Farben Orange, Grün und Gelb aus. Das ist gar nicht so einfach, muss ich mal sagen. Ich habe mich ja bisher immer so an neutralen Farben oder Alkoholingfarben, das war so im Moment mein Hauptaugenmerk, und jetzt eben so mit den Farben bis dieses Ergebnis. Ich habe auch ein bisschen, ich bin ja jemand, der bei Resin vor Dekor immer das Epoxidharz hat, und die haben unterschiedliche Arten des Harzes mittlerweile. Ich habe ja immer so meinen Standard gehabt und dann gab es das eine Zeit lang nicht. Dann habe ich jetzt was anderes genommen. Und ich bin so ein bisschen leicht frustriert, weil das irgendwie mit den anderen Harzen nicht so funktioniert. Also werde ich immer bei meinem bleiben, was ich immer hatte. Und dementsprechend, ja, so ein kleiner Exkurs, was bei mir jetzt gerade so ist. Ich habe auch noch andere Sachen, da bin ich dran. Das sind aber eher langfristige Projekte, wo ich zum Teil echt Probleme habe, mich zu motivieren, da gerade ranzugehen. Für mich ist aber Basteln Spaß und deswegen möchte ich mir da auch keinen Druck machen. Ich kenne andere YouTuber zum Beispiel, die auch basteln. Die machen sich da unheimlich viel den Druck. Also mir fällt nur eine extrem ein und das fand ich immer sehr schade, wenn sie da sich selber so den Druck, das muss ich jetzt schaffen. Und das finde ich halt schade. Es gibt aber eben auch andere. Ich weiß nicht, ob ihr Kali Cassie kennt. Ist für mich aktuell die beste YouTuberin, wo es um DIYs geht. Ich mag ihre Art sehr. Also falls ihr gerne bastelt, ich kann sie nur empfehlen. Sie ist für mich so ein lieber Mensch, der einen so viel mitnimmt in allen Lebenslagen. Sie hatte jetzt auch ihren Merch-Shop übernommen. Auch da
wenn man sich da irgendwie, da freut man sich einfach drauf, wenn man sie sieht, und freue mich auch jedes Mal auf ihre Videos. Im Moment ist sie 4 Wochen in der Pause, in der Social Media Pause, und ich werde das Video am Samstag vermissen. Aber das soll dann so sein und soll ihr gegönnt sein, weil ich glaube, jeder braucht mal diesen Part, wo man sagt, okay, Pause. Ansonsten wird es nur Stress und Qual und man muss machen, und aber eben halt freut sich eben nicht mehr drauf, und das ist so schade dann. Also dementsprechend ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, dann eben mal kurz eine Auszeit zu nehmen, vielleicht auch Dinge, so wie ich es ja manchmal mache. Ich lasse ja generell, wenn ich eigentlich bastel, ich lasse das Video immer mitlaufen, das seht ihr ja. Das sind nicht immer diese platzierten Videos, so unter dem Motto, hier, ich mache jetzt dies und jenes und ich bastel und ich möchte es euch zeigen, wie ich es mache, inklusive Pleiten, Pech und Pannen. Und ich hoffe, das mögt ihr so auch. Ich bin, glaube ich, also oder andersrum, ich glaube, ich würde es schon gerne auch so ein bisschen anders machen wollen. Ich habe aber einfach diese zeitlichen Kapazitäten nicht. Und ich bin ja hauptberuflich noch woanders unterwegs, bin also Vollzeit arbeiten, und dadurch freue ich mich, wenn ich bastel, ich freue mich auch, wenn ich es euch zeigen darf und kann, und wenn ich mir das eben selber auch immer wieder nochmal anschaue, was ich halt so mache, als Erinnerung zu behalten, ah, da war ja was, das habe ich schon mal gemacht, wie habe ich es gemacht, und das hilft ungemein, also dadurch, und ich erkläre es für mich selbst ja dann auch, was ich gemacht habe. Also dadurch, ich freue mich da immer sehr drauf. Und wie gesagt, ich freue mich auch sehr, dass da aktuell ganz viele neue Abonnenten dazugekommen sind. Vielen lieben Dank. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber für mich nicht selbstverständlich, und freue mich immer. Ist halt immer nicht so einfach, ja. Ansonsten beim Seifegießen, ich glaube, dass mit der Temperatur funktioniert es relativ gut. Ich habe da jetzt keine bestimmte Temperatur. Ich habe es wirklich in die Mikrowelle, habe geschaut, dass es flüssig ist. Und dann hat es auch in der Regel ganz gut funktioniert. Manchmal war ich zu ungeduldig. Man sollte schon einen Moment warten. Ja, wie gesagt, Geduld ist nicht meine Stärke. Wird es, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ich finde es auf jeden Fall mega. Ja, ihr seht, ich habe übrigens meinen Kaffee diesmal da mitstehen, weil ich wusste, dass es alles ein bisschen länger dauert und das Ganze so ein bisschen, ja, ich einfach immer was zu trinken brauche. Das Aufwendigste ist eigentlich Tatsache immer dieses Mikrowelle schmelzen lassen. Das ist einfach so ein bisschen aufwendig. Ich wollte auch immer nicht ganz so viel gleich auf einmal schmelzen, weil ich natürlich auch einen Duft reinmachen wollte. Ich wollte dann auch eine Farbe reinmachen. Ihr seht ja, das ist sehr rosalastig. Ich habe es für eine Freundin gemacht, und dementsprechend ist es dann einfach was Schönes. Und ihr seht natürlich, ich hole natürlich auch die Ergebnisse dann gleich raus. Also falls ihr dazu übrigens Fragen habt, ich habe jetzt einfach nur frei gesprochen, damit ihr einfach nur zuschauen könnt. Also ihr könnt im Zweifel auch den Ton ausmachen. Wer mein Geschwafel nicht hören möchte, was vollkommen okay ist. Vielleicht hätte ich auch einfach eine Musik drunter legen sollen, aber das wollte ich auch nicht. Ich wollte es natürlich auch erzählen und warum ich so mache, wie ich es mache, und dementsprechend. Ich habe übrigens die Seifen habe ich bei dem großen A bestellt. Ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis da einfach am besten für mich. Und da könnt ihr dann eben auch schauen, falls ihr zum Beispiel auch andere Zutaten oder Zusätze haben wollt. Es gibt dort zum Beispiel auch Trockenblumen, also so eine Kräuter zum Beispiel, oder Lavendel, was man eben auch reinmachen kann. Das habe ich schon mal bei einem Video, glaube ich, gezeigt. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der Fan jetzt Tatsache von, also ich mag Lavendel zum Beispiel unheimlich gerne. Ich mag es nur in der Seife nicht. Ich mag es nicht, wenn es dann irgendwie, jetzt mal unabhängig davon, ich bin ja schon ein bisschen älter, wenn ich dann auch noch mein Bad putzen darf, weil da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der Lavendel im Waschbecken liegen geblieben ist. Also
Ich hoffe, ich glaube, der ein oder andere wird wissen, was ich meine, wenn da so die Krümel dann drin liegen. Also deswegen, ich mag es einfach nicht. Ich bin aber auch generell nicht so der Krümeltyp. Also wie beim Kaffee, ich mag den türkischen Kaffee nicht. Ich mag die Krümel nicht. Ich mag Mohnkuchen nicht, weil da sind so eine Krümel drin. Ich esse Mohn selbst, esse ich total gerne, aber ich mag es im Mohnkuchen nicht. Also wenn da so diese Masse an dem Ganzen ist, also ja. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich denke, der ein oder andere weiß, was ich meine. Ja. Falls ihr übrigens gerne bestimmte Sachen gerne nochmal sehen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr, was euch vielleicht noch fehlt an Infos oder falls ich irgendeine Basteltechnik irgendwie für euch ausprobieren soll, ob das vielleicht wirklich so einfach geht, wie immer alle sagen oder ähnliches. Schreibt mir das auch gerne rein. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, sonntags kommt immer gegen 12 mein Video. Sei denn, ich habe es jetzt mal zeitlich nicht geschafft, dann kommt es vielleicht ein bisschen später. Und um 16 Uhr kommt in der Regel auf den Sonntag dann ein Musikvideo. Sei denn, ich gehe weg. Und dann werde ich wahrscheinlich das 16 Uhr Video weglassen und dann dafür ein anderes hochladen, nämlich dann, wo ich abends weggegangen bin. Das wird aber dann erst wahrscheinlich montags, Dienstag sein. Also da nicht wundern, bei mir steckt da schon so ein bisschen System hinter, weil ich einfach Zuverlässigkeit für mich persönlich selber einfach auch liebe. So, hier seht ihr jetzt schon, hier kommen meine Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe sie schon rausgeholt gehabt. Und ich liebe ja diese Elefantenform. Wer mich ein bisschen kennt, sowohl privat als wer jetzt ja auch schon ein, zwei, drei Videos gesehen hat, ich liebe Elefanten. Ich habe ein Problem mit Elefanten, ja. Ansonsten eben auch so die Form mit dem Kleeblatt finde ich unheimlich schön. Ich mag eben auch diese kleinen, wo man sonst, ich glaube, die kann man auch zum Backen nehmen. Aber ja. Dementsprechend, ich mag die halt, weil die einfach auch eine schöne Handlichkeit haben. Wie gesagt, dann ist da nicht das Problem hinter, dann, dass das Relief weg ist. Ich werde, denke ich, von der richtigen Seife irgendwann auch ein bisschen mehr nehmen. Ich muss mal schauen, ob ich es irgendwie ein bisschen anders mache, weil manchmal fehlt mir so ein bisschen, dass es schäumt. Und aber das wird sich noch einpegeln. Da müssen dann Freunde, Bekannte alle durch. In Sachen, ich habe hier noch Seife und du kriegst sie geschenkt. Also dementsprechend, wer glaube ich in meinem Bekanntenkreis ist, der kriegt ganz viel Gebasteltes eben auch geschenkt und ob er sich freut, weiß ich nicht, aber letztendlich habe ich bisher nichts Negatives gehört. Es wurde zumindest nichts gesagt. Ja, ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe selbstverständlich, dass ihr nächste Woche Sonntag wieder mit dabei seid. Wie gesagt, schreibt mir gerne, falls ihr euch was wünscht. Und dann werde ich das gerne versuchen umzusetzen und euch dann dementsprechend mitzunehmen. Und ja, dann erstmal bis bald und tschüss. So, und das Gleiche schauen wir jetzt mal hier. Ihr seht schon, meine Lieblingsform ist das wieder. Und hier ist auch, hier hatte ich mit dem Hellen, hier hat sich es natürlich ein bisschen leicht vermischt. Und hier habe ich so ein bisschen vermischt, aber ich denke, das wirkt halt total schön, gerade weil es halt wirklich auch mit Rosé angedacht war. Also, ich glaube, da habe ich wieder was ganz Hübsches und wie gesagt, ich liebe ja diese Form. Also ich und mein Elefantenfabel.